Das heutige Horoskop, Waage, 13. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Bereiten Sie sich darauf vor, das intensive Grollen der Vulkane zu hören. Während der mächtige Mars, der rote Planet der Leidenschaft und des Tatendrangs, seinen Ansturm durch den Himmel fortsetzt, wird er jetzt in Ihrem Sonnenhaus der Intimität mit einem explosiven Uranus in Opposition geraten. Diese Energie wird in eine von zwei Richtungen fließen, sie gibt Ihnen die Chance auf den überwältigendsten Sex, oder Sie lassen Ihre Bedürfnisse unbefriedigt. Dies könnte jedoch auch tödliche Funken auslösen, wenn ein Ex oder Freund mehr will und Sie nicht auf der gleichen Seite sind. Achten Sie außerdem unbedingt auf Ihr Geld. Sei proaktiv. Ihre finanziellen Probleme oder Schluckauffälle ließen lange auf sich warten, sobald Mars im Skorpion dem rückläufigen Uranus im Stier gegenübersteht. Möglicherweise wussten Sie, dass Sie irgendwann Maßnahmen ergreifen mussten. Schließlich kann es sich dabei um die Tilgung von Schulden oder die Abhebung von Geld handeln, um mehr finanzielle Stabilität zu erreichen. Auch wenn dies eine anstrengende Übergangsphase sein kann, haben Sie möglicherweise die nötige Kraft, um sie zu meistern, wenn Sie sich jeder Herausforderung stellen, die sich Ihnen stellt. Scheuen Sie sich nicht, den Stier bei den Hörnern zu packen, wenn es heute um Geldangelegenheiten geht. Die heutige Rückkehr des Mondes in Ihren Einkommensbereich wird ein gemischter Segen, aber letztendlich eine Stärkung für beide Seiten der finanziellen Grenze sein. Dadurch kehrt der Mond nicht nur zurück, um den Vorlauf zum morgigen Neumond zu beginnen, sondern bringt ihn auch zum ersten Mal, seit er sich letztes Wochenende direkt in Ihren Arbeitssektor verwandelt hat, direkt in einen freundlichen Aspekt zu Saturn. Allerdings könnte dies zu Spannungen zwischen den Planeten auf beiden Seiten des Finanzzauns führen, allerdings auf eine Art und Weise, die für beide als Auslöser wirken kann. Heute haben Sie vielleicht das Gefühl, dass die gesamte Last der Welt auf Ihren Schultern ruht. So viele gute Absichten wurden vertan, so viele Taten wurden ohne Liebe oder Gnade ergriffen, so viele Schatten blockieren das Licht. Wenn Sie den Schmerz der Welt so sehr spüren, besteht Ihre einzige Hoffnung darin, die guten Absichten im Versagen anderer zu erkennen und auf Frieden zu hoffen, damit Sie ein Leuchtturm für andere sein können. Trösten Sie sich, ohne sie wären wir verloren. Der heutige Tag sollte sich für Sie als aufschlussreich erweisen. Es ist ein Tag und ein starker spiritueller Fokus ist damit verbunden. Ihre Intuition, Ihr psychisches Bewusstsein und Ihre introspektiven Fähigkeiten werden gesteigert, sodass dies ein guter Zeitpunkt zum Nachdenken ist. Wenn dies ein Arbeitstag für Sie ist, kann es schwierig sein, sich auf die alltäglichen Routinen zu konzentrieren, und dennoch bleibt nach der Arbeit immer Zeit, die Energie des Tages zu genießen. Nehmen Sie sich etwas Zeit, Ihre Erkenntnisse aufzuschreiben und auszudrücken, denn diese Aktivität schärft Ihren Fokus. Die beiden Dinge, die Merkur, der Planet der Kommunikation, hat, wenn er seinen ersten ganzen Tag in Ihrem Kommunikationssektor verbringt, sind Zeit und eine leere Tafel. Merkur ist der erste Planet, der dieses Jahr Ihren Kommunikationssektor erreicht, was einen Neuanfang ermöglicht, und obwohl die Sonne noch 12 Tage entfernt ist und Mars erst einen Tag später zurückkehrt, um seinen Kampf gegen Kommunikationsbarrieren zu beginnen, ist die Zeit auf Ihrer Seite. Dies ist von Anfang an offensichtlich, denn anstatt durchzustürmen, hat Merkur bereits die Bremsen angezogen, bevor es im nächsten Monat zu einer rückläufigen Wende kommt. Da der Mond heute möglicherweise einige Knöpfe an der Beziehungsfront drückt, könnte der Zeitpunkt nicht besser sein. Der monatliche Besuch des Mondes in der Waage sollte immer dazu führen, dass er die Mondknoten überquert, was etwaige Gleichgewichtsprobleme zwischen Ihren persönlichen Bedürfnissen und Ihren Beziehungsbedürfnissen transparenter macht. Der Unterschied besteht dieses Mal darin, dass es nicht nur das einzige Mal in diesem Jahr ist, dass Sie Venus, den Planeten der Liebe, zu diesem Zeitpunkt in der Waage haben, sondern dass Merkur, der Planet der Kommunikation, an seinem ersten vollen Tag in Ihrem Kommunikationssektor zur Hand ist, um dem eine Stimme zu geben. Täglicher Planetenüberblick. Diese Planetenkonstellation, bei der Mars im Skorpion dem rückläufigen Uranus im Stier gegenübersteht, verleiht unseren Handlungen und Gemütern einen Hauch von Unvorhersehbarkeit. Wenn Konflikte brodeln, ist es nicht der günstigste Moment, sich ihnen direkt zu stellen. Die Unklarheit, die die Situation umgibt, deutet darauf hin, dass sie sich in unvorhergesehene Richtungen entwickeln könnte. Daher ist es ratsam, Probleme nach Möglichkeit zu umgehen.
Wenn Vermeidung jedoch keine Option ist, entscheiden Sie sich für eine Reaktion, die auf Freundlichkeit und Empathie basiert. Ihre Klarheit über die Übereinstimmung persönlicher Wünsche mit den Bedürfnissen anderer ist ein großer Vorteil. Die Hindernisse scheinen minimal zu sein, so dass Sie Ihre Pläne vorantreiben können. Ihre Aufrichtigkeit und rücksichtsvolle Art stärken nur Ihren Ruf. Es ist jedoch wichtig, dass Sie in Bezug auf Ihre Gesundheit nicht selbstgefällig werden. Die Sicherung der Fitness und der Aufbau von Energiereserven für die Zukunft stehen im Vordergrund. Bei internen Konflikten, wenn Unzufriedenheit oder Stimmungsschwankungen aufkommen, besteht die Tendenz, unbeabsichtigt auf andere zu projizieren. Es ist von entscheidender Bedeutung, Niederlagen als Lernchancen zu nutzen. Sich mit Aktivitäten zu beschäftigen, die Freude bereiten, kann unnötige Frustrationen und Aufregungen verhindern. Finanziell könnten die aktuellen Aussichten düster erscheinen. Zögerlichkeit und mangelnde Initiative könnten den Fortschritt behindern. Konzentrationsschwächen können Ihr Urteilsvermögen trüben und Sie dazu drängen, vor anspruchsvollen Entscheidungen vorsichtig zu sein. Es ist ratsam, die Erwartungen vorübergehend zurückzuschrauben. Interessanterweise fällt die Rückkehr des Mondes in Ihren Finanzsektor mit der Zeit vor dem morgigen Neumond zusammen. Dieses Ereignis fällt mit erhöhten finanziellen Spannungen zusammen, da Mars in Ihrem Einkommensbereich mit Uranus zusammenstößt. Möglicherweise lassen Sie sich jedoch von Ihrem finanziellen Instinkt leiten und nutzen die Motivation, die diese Auseinandersetzungen auslösen. In der Finanzlandschaft herrscht eine Menge Energie, die sowohl Herausforderungen als auch Chancen bietet. Der Schlüssel liegt darin, Ihr finanzielles Gespür und Ihre Belastbarkeit zu nutzen, um sich in diesen potenziell steinigen Gewässern zurechtzufinden. Himmel für heute. Wenn Merkur am ersten Wochenende in Ihrem Finanzsektor Einzug hält und Venus Ihren Arbeitsbereich ziert, ist das ein Segen für beide Seiten Ihrer Finanzlandschaft. Das Schöne hier? Es gibt Synergien ohne Rivalität. Merkur bringt die scharfe, geldbewusste Perspektive ein, die Ihnen dieses Jahr gefehlt hat, und lenkt Ihre Aufmerksamkeit auf finanzielle Angelegenheiten. Während es auf der Einkommensseite keine planetaren Aktivitäten gibt, mit denen Merkur in Konflikt geraten könnte, liegt die Venus, der Geldmagnet, in Ihrem Arbeitsbereich direkt dahinter. Ihr Gegenüber entspricht möglicherweise genau Ihrem Verständnis und Ihrer Fachkenntnis und stellt Ihre Überzeugung, Sie seien der einzige Experte, in Frage. Emotional aufgeladene Auseinandersetzungen können zu unbeabsichtigter Arroganz und anspruchsvollem Verhalten führen, was wiederum zu gegenseitiger Beleidigung führt. Es ist wichtig, auf den gesunden Menschenverstand zu achten. Dieses Verhalten passt keinem von euch. Obwohl Sie ein sozialer Schmetterling sind, erfordern einige vernachlässigte Verbindungen Ihre Aufmerksamkeit. Die Wiederverbindung mit diesen Personen ist von entscheidender Bedeutung, insbesondere da die Chance groß ist, langjährige Streitigkeiten unter Freunden oder der Familie beizulegen. Diese Zeit verspricht Einheit und mildert potenzielle zukünftige Konflikte. Da Plutos Tage in Ihrem Finanzsektor gezählt sind und der Planet des Wandels und der Revolution nach seiner direkten Wende im letzten Monat langsam Fahrt aufnimmt, besteht die Chance, mit Zuversicht in die Zukunft zu blicken. Im Moment geht es dabei eher um grobe Pinselstriche, denn wenn Merkur Anfang nächsten Monats zurückkehrt, wird er mit dem klugen Kopf für Geld dabei sein, Ihnen dabei zu helfen, die feineren Details auszufüllen. Ihr Schwung ist beeindruckend, sowohl beruflich als auch finanziell. Der Erfolg scheint in Sicht zu sein, daher besteht kein Grund zur Sorge. Du reitest auf einer Welle von Erfolgen. Dieser Trend erstreckt sich auch auf finanzielle Angelegenheiten und deutet auf eine fruchtbare Zeit hin. Wenn Sie überschüssiges Bargeld haben, denken Sie über Investitionen nach. Es ist ein günstiger Zeitpunkt, optimistisch in die Zukunft zu blicken und sicher zu sein, dass Ihre Investitionen Rendite abwerfen.